mit Dr. Katrin Nachbauer, mit 36, eine junge, engagierte Mutter, wenn ich das so sagen darf, und Ruben Erdelschweiger mit 38, wird unser Club jünger, weiblicher und auch moderner. Für Stronachs langjährige Vertraute Katrin Nachbauer war es kein leichter Schritt. Ich hatte heute eine lange Aussprache mit Frank Stronach, den ich sehr, sehr respektiere und für sein Lebenswerk bewundere und dem ich immer dankbar sein werde für die Chancen, die er mir gegeben hat. Ruven Erdelschweiger will seinen Wechsel nur als Rückkehr in den Schoß der ÖVP verstanden wissen. Meine Motivation, zur Österreichischen Volkspartei zu wechseln, ist einfach die Perspektive. Ich fühle mich in der Österreichischen Volkspartei gut aufgehoben. Von den damals 11 Team Stronach-Abgeordneten bleiben nur mehr 7. Noch ist unklar, ob Lopatkas Einkaufstour damit beendet ist. Für Jesse Lintl, ehemals ÖVP, habe es zwar ein Angebot gegeben, diese habe aber abgelehnt. Und Stronachs Mandatare, die schon einmal bei der FPÖ oder beim BZÖ waren, seien sowieso nicht willkommen. Der ÖVP fehlen damit nur noch 2 Abgeordnete, um stärkster Club im Parlament zu werden. Von einem fliegenden Koalitionswechsel zu Schwarz-Blau, dafür bräuchte es 3 Abgeordnete, will aber Lopatka indes noch nichts wissen. Auch Neuwahlen soll es nicht geben. Wie geht es nun weiter in Stronachs Partei? Die Umfragewerte sind im Keller, die Abgeordneten kommen dem Parteigründer nacheinander abhanden. Die Zukunftsaussichten für sein politisches Projekt scheinen zurzeit alles andere als rosig. Würden Sie mit Katrin Nachbauer noch einen Abend verbringen, zum Beispiel mit ihr essen gehen? Das ist Vergangenheit. Ich spreche nicht über solche Sachen. Ich habe schon jetzt vorher erwähnt, die Reputation ist sehr wichtig, nicht? Weil meine Firma ganz klar, was man macht. Sie haben mit dieser Person Nachbauer abgeschlossen, ich möchte noch einmal erwähnen, es ist ganz wichtig, wie gesagt, ich habe sehr viele Vorträge in Universitäten gehalten. Und die Idee, das Thema war immer, wie kann man so eine große Firma aufbauen? Ich habe gesagt, über die Firma haben wir schon gesprochen. Ja, aber ich möchte es noch, kurz über diesen Samstag. Ich möchte es noch einmal wiederholen. Man braucht Prinzipien, nicht? Aber zum Wiederholen haben wir fast keine Zeit. Kurz zu diesem Samstag. So ganz ja, ich weiß schon. Der ist abgehakt. Ich habe schon erwähnt, was ist. Erledigt. Ist fertig, Schluss. Fertig, Schluss. Haben Sie Druck ausgeübt auf Katrin Nachbauer, dass Sie sich es noch einmal überlegt? Ich habe schon erwähnt, wieso sprechen wir so lange drüber? Ich habe erwähnt, wie ich das sehe. Und jetzt haben wir Feuer am Dach, nicht? Weil die Wirtschaft funktioniert nicht. Ich habe meinen Wir reden über die Wirtschaft ganz viel noch. Trotzdem, wie soll es denn jetzt weitergehen? Also, mit diesen Leuten nicht. Wer sind denn die Neuen? Wie können Sie jetzt, seien Sie nicht so vorangenommen, dass es mit diesen Leuten nicht weitergehen kann? Nein, mit diesen beiden. Aber Sie haben von den Leuten, die noch überbleiben, gesprochen. Nein, von denen, die gegangen sind. Die sind gegangen. Also die Menschen sind weg. Eine Frage noch. Die Leute haben gesehen und wissen, das ist ein Ehrenkodex. Lassen Sie mich ausreden. Nur eine Frage noch zu Frau Nachbauer. Die Fragen sind so lang, die sind viel länger wie die Antworten. Sie haben schon ganz lange geredet, ganz kurz noch. Sind Sie menschlich enttäuscht von Katrin Nachbauer? Wollten Sie sie umstimmen? Natürlich ist man enttäuscht, würde auch nicht, wenn man mit jemandem so lange zusammenarbeitet, ist man enttäuscht. Aber ich will darüber gar nicht sprechen und ich habe vorher schon erwähnt, die haben einen Ehrenkodex unterschrieben mit den Werten und so weiter. Und das Leben kommt so, wie es kommt. Und ich glaube, wenn man Versprechen nicht hält, dadurch kriegt man einen schlechten Ruf. Fertig, abgehakt. Jetzt sprechen wir über die Wirtschaft. Ja? Da wird man lange über die Wirtschaft sprechen. Da sprechen wir ein bisschen über die Politik. Wer wird denn der Neue oder die Neue sein? Wie wird denn der neue Stronach-Club aufgestellt? Sie haben jetzt nur noch 7. Wir haben morgen eine Pressekonferenz. Da wird alles vorgestellt, wie es weitergehen wird in der Zukunft. Aber das können wir dann morgen. Ich hoffe, der ORF ist dort, der da zuschauen kann. Ja. Aber jetzt sind aber jetzt wir... Aber jetzt haben Sie ein Riesenpublikum. Wir haben so gewaltige Schulden. Wir haben so viele Arbeitslose. Sprechen wir, was wir da machen können. Schauen Sie, wie viel Zettel ich mit habe. Ganz kurz. Ich habe die Hälfte von den Tafeln also mit, heute, die Sie Herr haben. Ja? Sie haben wahnsinnig viel Zeit heute. Ja? Sie können gut. Wirklich aber Sie sprechen hier davon. Sagen, wie geht es mit die, dem... Die Fragen sind so lang. Mit dem
politischen Club im Parlament weiter? Ich habe gesagt, das wird man morgen. Also heute sagen Sie dazu nichts. Wir machen morgen eine Pressekonferenz und dann, ich hoffe, der Orf ist mit. Sie haben dabei den Herrn Luger mitgenommen jetzt, der steht da hinten und wartet. Ist das der neue Clubchef? Morgen haben wir eine Pressekonferenz, nicht? Okay. Okay. Und dann reden wir über andere Themen. Ja, über ganz viele noch. Ja. Sie haben trotzdem gesagt und angedeutet, es könnte eine Überraschung heute geben. Kommt es zu der oder war das? Die Überraschung, Sie unterbrechen mich, aber die Überraschung sind die Schulden so schwachen, so wachsen so stark. Wenn wir hier weggehen in einer Stunde, haben wir schon wieder um 1,5 Millionen mehr Schulden. Das soll ich, die Leute sollen wissen, dass das nicht so. In einem Tag haben wir 36 Millionen, die wir für Schulden sind, wo die Schulden steigen. Da könnten wir 120 Häuser bauen. Man muss sich das einmal vorstellen. Die Sie Schulden, die sich die, ja, in 10 Tagen könnten wir 1200 Häuser bauen, Herr mit den Schulden, die wir machen. Also ich würde gerne mit Ihnen reden, statt mit dem Bildschirm. Ja, aber Sie haben ja 30 Millionen hineingesteckt, auch in das politische Projekt. Da hätte man auch Häuser bauen können. Ja, aber natürlich, aber man kann nicht das System ändern. Nicht? Wichtig ist, also sind Sie gescheitert, politisch, ich rede jetzt immer nur politisch. Gescheitert werden. Wir reden über die Wirtschaft ganz sicher noch. Ich bin noch nie gescheitert. Gescheitert ist eine negative Antwort. Nicht? Ich sehe, ich bin nur positiv. Dann spiele ich Ihnen jetzt den Herrn Stronach kurz vor. Einen Moment, ja? Gut. Ich glaube und bin mir sicher, dass das ein sehr wichtiger Tag ist, der in der Geschichte Österreich eingehen wird. Und ich glaube auch, dass das auch in der Geschichte der Welt eingehen wird. Naja, die Welt hat sich weitergedreht. Nein, pass auf einmal. Wichtig ist, ein guter Gedanke ist mehr wert wie 1000 Kanonen. Was haben Sie sich selbst gedacht, ganz ehrlich? Natürlich, man kann alles machen. Nicht, wenn, wie kann ein kleiner von der Steiermark aus armen Verhältnissen nach Kanada gehen und da war Zeit, nur ich hungrig nicht, weil ich kein Gewicht habe wollen verlieren, aber hungrig, weil ich kein Geld habe zum Essen kaufen. Wie kann es passieren, dass so eine Person zwei Weltfirmen, ich habe noch eine zweite Firma, die auch Nummer eins in der Welt ist, wie kann das passieren? Und das politische Projekt geht weiter. Also es gibt ja auch Gerüchte, dass Sie jetzt sagen, jetzt haue ich den Hut drauf. Nein, das macht politisch man. Nein, bleiben Sie auch auf, dabei. Ich bin ja nicht, ich bin ganz normal, ganz ausgeglichen. Wenn ich irgendetwas mache, versuche es. Und wenn es nicht denkt, dann kann es vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Es gibt ja junge Leute, die werden sehen, das System oder die Werte, die ich vorbringe, dass das der einzige Weg ist aus diesem System. Und noch einmal, wie Stühlen steigen. Die Leute sollen das wissen. Im Tag haben wir 36 Millionen mehr Schulden. Machen wir uns was aus. Wenn Sie was hineingehängt haben Richtung Bildschirm, dann lassen wir es einmal bei dem. Nein, ich unterbreche Sie ganz selten. Nein, ich kann Sie kaum zeigen. Ich spiele Ihnen noch einen kleinen Stronach vor. Geht noch. Ein politischer, bitte. Machen wir noch eines. Schauen wir noch einen. Ja, mein Ziel ist zwischen 20 und 30 Prozent. Mhm. Ich hoffe, wir stellen den Bundeskanzler. Naja, wird es zum Bundeskanzler kommen? Wenn ja, wie soll es denn werden? Ich werde einmal kommen. Wirklich? Sie glauben nach wie vor daran? Man soll nie irgendetwas machen, wo man nicht etwas glaubt. Zum Beispiel der Lincoln hat 3-4 Mal probiert, Präsident von Amerika zu werden. Ist immer gescheitert, also ist trotzdem geworden. Also man soll nie sagen, gleich aufgeben. Ich möchte noch einmal erwähnen, Sie wissen, wo Sie stehen bei den Umfragen, das wissen Sie, nehme ich an. Aber deshalb machen wir Änderungen. Deshalb haben wir einen Säuberungsprozess. Okay. Und man kann nicht bauen. Ist das ein bewusst gewähltes Wort jetzt, Säuberungsprozess? Ist ein Säuberungsprozess, weil man kann nicht bauen auf Leute, die den Charakter nicht haben. Das geht nicht. Und, aber Sie wissen schon, dass dieses Wort in Österreich jetzt nicht sehr gut Man muss ja alles sauber sein. Man gibt ja Firmen, die Saubermacher heißen, gibt ja alles. Nicht? Muss ja alles gereinigt sein. Aber da geht es um Menschen. Menschen ist es auch. Man braucht ein Ding. Wichtig ist der Charakter. Wenn der Charakter nicht kann, kannst du nie was bauen. Wenn der Charakter nicht stimmt, kannst du nie das Ziel erreichen.
Aber reden wir, wir sprechen nur über diesen Thema, also reden wir über die Wirtschaft. Ja, wir reden über die Wirtschaft auch. Also wir reden, ich sage es Ihnen, wir reden über die Politik, wir reden über Ihr Team und wir reden über die Wirtschaft und dann viele andere Themen auch noch. Ich würde jetzt sagen, schauen wir uns einmal die an, die nach wie vor sehr loyal zu Ihnen sind. Ja, die, wir haben zwei gefunden und da schauen wir uns jetzt einen Filmbeitrag an von Ernst-Johann Schwarz und Alexander Sattmann. Ein Team, ein letztes Aufgebot. Wenn erforderlich, verteidige ich auch und fahre hinein und verteidige die Rolle des Team Straunach. Rückzugsgefecht. Im realen Leben war ich immer Tormann. Das heißt, einer, der hinten steht und wenn es brennt, die Kastanien aus dem Feuer holt. Beim Gewinnen, beim Sieger sind immer alle beteiligt, bei der Niederlage nur einer. Eine Truppe ohne Teamgeist. Fußballmannschaft mit 11 Spielern, die nie zusammengespielt haben. Ein bunter Haufen viele Einflüsterer, Ratgeber, die nach oben streben und schnell wieder in Ungnade fallen. Und der reiche Teamchef, unberechenbar und eigenwillig. Ein geplanter Berufsmord. Todesstrafe. Entschuldige, fängt die Bemerkung. Da bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das in Österreich keinen Platz hat. Ich möchte mit dir nicht diskutieren, sei ein Doktorat in News. Wenn einmal die Kurs im Stall ist, dann, ja, dann kann man derartiges nicht ungeschehen machen. Man kann es dann nur kommentieren und man kann sagen, es ist kein Thema hier in Österreich, es kommt nicht ins Parteiprogramm und that's it. Wenn es einsam wird, der Kurzzeitjustizminister Michael Krüger, einst FPÖ-Mitglied, ist nun wichtigster Vertrauter von Frank Stronach. Er vertritt ihn vor Gericht, schreibt Parteistatuten und zieht die Fäden im Hintergrund. Viel Widerspruch duldet der Millionär nicht. Ich bin anerkannt als einer der erfahrensten und besten Wirtschaftsleute der Welt. Wenn einem 30 oder 40 Jahre lang jeder die ganze Zeit sagt, Frank, du bist der Beste und Frank, du kannst alles besser als alle anderen, dann beginnt man das natürlich irgendwann zu glauben. Und diesen Status hat er längst erreicht und daher ist er auch beratungsresistent. Stronach hat viel Geld für Berater ausgegeben. Oft waren die Ratschläge schlecht, häufig hat er sich nicht an sie gehalten. Die letzten Fans sind nun die Berater. Wenn ich jetzt bildlich ihn vergleichen sollte oder symbolisch mit einem Namen, ein Franz Beckenbauer, oder meinetwegen ein Ronaldo von den Jüngeren, die jetzt auf der Bühne sind, oder ein Messi, Frank Stronach spielt in dieser Liga. Sowas hört er gern, der Teamchef und Mäzen. Josef Kaltenegger hat bei der steirischen Landtagswahl ein Debakel erlitten. Trotzdem darf er nun sowas wie den Stellvertreter spielen. Von Kaltenegger hat Stronach wenig zu befürchten. Erstens glaube ich nicht, dass er sich zurückzieht. Zweitens wünsche ich mir nicht, dass er sich zurückzieht. Viel ist nicht geblieben vom Team des Frank Stronach. Mit dem Fußball ist er gescheitert, mit seiner Partei läuft's nicht besser. Frank Stronach in der Politik, eine Frage der Zeit. Der wollte eigentlich immer jemanden anderen geeigneten haben, aber es ist halt in Österreich sehr schwer, jemanden zu finden, der sich diesem Stahlgewitter stellt, das notwendigerweise oder zwangsläufig verbunden ist, wenn jemand in die Politik tendiert. Herr Stronach, zwei Berater sind jetzt nicht sehr viele. Gibt es nicht mehr, die Sie intensiv beraten? Oder brauchen Sie nicht mehr? Ich glaube zwei, je nachdem. Man hat gewisse Themen, wo man vielleicht besondere Berater braucht, aber ich glaube, für mich genügt es. Aber wenn ich immer so zuschaue, es wird immer nur Negatives gebracht. Nein, das war nicht negativ. Die haben doch Hymnen auf Sie gesungen, der Herr Krüger und der Herr Kaltenegger. Sie unterbrechen mich laufend. Zum Beispiel, da haben wir da wieder gesagt, vom Fußball versteht er nichts, ist auch gescheitert. Ich habe die Austria Wien für 5 Jahre geführt. Ich habe sie aus dem Konkurs eigentlich fast gerettet. Wir wurden zweimal Meister und 4-mal Cupsieger. Das wird nie mehr. Darf ich eine Frage stellen? Sie fragen nur, ich kann nicht antworten, wenn Sie nur Fragen stellen. Okay. Wichtig ist, die Fragen sollen kurz sein und die Antworten sollen wirklich die Antworten sein. Die Fußballakademien sind nicht durch mich erstanden. Wenn man jetzt in der Nationalmannschaft schaut, vom Alaba bis viele anderen, kommen alle aus meiner Akademie. Also ich habe sehr viel dazu beigetragen,
für den Fußball. Und ich glaube, sowas wird nie mehr passieren, dass eine Mannschaft in 5 Jahren zweimal Meister wird und 5-mal Cupsieger. Aber darf ich da als Fußballfan, es verzeihen mir jetzt die innerpolitischen Zuschauer, eine Zusatzfrage stellen? Joachim Löw, den haben Sie hinausgeschmissen, weil er gegen den Letzten verloren hat. Und der ist dann mit Deutschland Weltmeister geworden. Haben Sie da den richtigen Griff gehabt? Das wollte ich immer schon von Ihnen wissen. Das sind Umstände nicht. Also, ich mag den Öke, wir sind guten auseinandergegangen, aber ich glaube, das passt für Österreich nicht ganz so, weil zu mir hat er gesagt, Burschen, ihr müsst das Glas fressen. Nicht? Das geht in mich, das geht nicht her. Nicht? Okay, und das habe ich gesagt, pass auf, in Deutschland wirst du besser machen. Vielleicht wirst du dort Weltmeister, geh nach Deutschland. Okay, gehen wir weg vom Fußball. Ja. Kaltenegger und Krüge, das sind Ihre zwei Berater. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie da die Beratungstätigkeit abläuft? Kommen die auch nach Kanada oder gibt es da Telefonate? Wir vergeuden so viel Zeit. Nein, wir wollen ja wissen, wer hinter Ihnen steckt. Ich habe schon vorher, nicht? Ich kenne den Michel Krüger schon für viele Jahre und wir treffen uns öfters und wir haben sehr nette Gespräche. Er hat sehr viel Erfahrung und den Joshi Kaltenegger kenne ich weniger lang und macht mir aber sehr guten Eindruck, dass er guten Charakter hat und auch intelligent ist. Also ich zum Beraten, ich habe wenig Berater. Treten Sie an in Oberösterreich? Das Team Stronach? Das Team Stronach, nein, das Team Stronach wird nicht antreten, aber der Lea Steinbichler hat sie mir gesagt, er möchte gerne beim Team Stronach bleiben. Ich habe ihm gesagt, pass auf, aus der Reihe darf man nicht mehr tanzen. Aber und er sagt mir, kann ich ihm meinen Wunsch erfüllen, er möchte gerne Oberösterreich antreten. Ich habe gesagt, dann muss es eine neue Partei, muss eine neue Gruppe sein. Den Namen Stronach kann es nicht verwenden und kein Geld gebe ich auch nicht. Aber ich habe ein gutes Verhältnis mit Leo und Steinbichler und er möchte gerne in Oberösterreich antreten, weil er ist von Oberösterreich und er hat schon angekündigt, dass er antreten wird und vielleicht macht er das recht gut. Also ohne Stronach wird er antreten, ohne den Namen Stronach? Ohne den Namen Stronach, nicht? Da muss, wir haben das alles ein bisschen schnell gemacht, wir haben auch Fehler gemacht, ohne Zweifel. Und es ist schwierig, es sind ja so viele, also man will ja verhindern, dass ja keine neue Partei reinkommt und besonders niemand like Stronach. Weil der könnte gefährlich sein, der könnte das System ändern. Ich möchte nur einmal sagen, das zu den Zuschauern, im Laufe der Jahre war ich an sehr vielen Aufsichtsräten. Ich war in Aufsichtsräten an Banken, Spitälern, Universitäten, New Yorker Stock Exchange. Und ich bekam, das ist eine Marke in der Welt. Frank Stronach hat sehr viel Erfahrung gemacht und sehr viel Soziales. In Wien werden Sie nicht antreten. Warum eigentlich nicht? Wir haben durch Probleme, die wir in der Partei gehabt haben, wir müssen uns neu orientieren. Wir haben einen Neustart. Wir müssen die Themen, die sehr wichtig sind, müssen wir zu den Bürgern bringen, zu den Leuten. Und wir haben nur unser Thema vorher geredet, was nebensächlich zum Schluss, wenn die fertig waren, hat keiner gewusst, von was die gesprochen haben. Wir haben ganz wichtig, nicht? Gehen wir noch einmal zurück auf die Wirtschaft und dann können wir, was immer noch überbleibt. Wichtig ist, ja, nein, aber die Wirtschaft, für die Arbeitslosen sind das jetzt, Sie haben eine sichere Anstellung, wahrscheinlich pragmatisiert, nein, aber die dazu ja steht, wir haben 450, das wundert mich sowieso, in Österreich Beamte, Arbeiter, Angestellte, was haben wir da für Klassenunterschiede? Ich verstehe das nicht. Also die Wirtschaft kann ja nicht, die kann ja unmöglich funktionieren. Ich unterbreche Sie ja so ungern. Ich gebe hier ein kleines. Das ist der. Aber Sie lesen nicht das Buch. Der Steuer. Bitte. Nein, ich habe das. Ja. Lese das in der Abend zur Abendlektüre. Ist zu lesen wie ein Telefonbuch. Schaut da gelb aus. Ja. Aber zum Beispiel, ich könnte so viel Hunderte von Passagen reden. Wir haben hier, nicht, also muss ich kurz auf, da sind so viele Seiten drin. Aber was kommt denn jetzt ungefähr, nur dass ich weiß? Ich lese jetzt nur einen kleinen Paragraphen. Die Umsätze der Blinden, wenn sie nicht mehr als 3 sehende Arbeitnehmer beschäftigen und die Voraussetzungen der Steuerfreiheit durch eine Bescheinigung über den Erhalt der Blindenbeihilfe oder durch eine Bestätigung der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde oder durch den Rentenbescheid
oder eine Bestätigung des zuständigen Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen nachweisen. Nicht als Arbeitnehmer gelten der Ehegatte, der eingetragene Partner, ich dreh's nur meine Uhr zu die, Ihnen, ja? Die minderjährigen Abkömmlinge, die Eltern des Blinden und die Lehrlinge, die Steuerfreiheit gilt nicht, ja. Ich bin fertig. Für die Umsätze von Gegenständen, die einer Verbrauchsteuer unterliegen, wenn der Blinde Schuldner der Verbrauchsteuer ist. Also, wir haben, schaut mal rein da in die Bücher, das sind, wie kann da ein Land funktionieren? Also, ich, für mich ist es unverständlich. Das sind tausende von Paragraphen, also ich könnte noch mal, aber wir vergeuden die Zeit. Herr Strunk, schaut mal rein in die Bücher. Jetzt haben Sie 3 Minuten übrigens durchgeredet. Okay, ich wollte noch einen einzigen Punkt, bevor wir zur großen Wirtschaft kommen, behandeln, wie Sie in die Politik überhaupt gekommen sind. Und auch dazu haben wir eine kleine Einspielung vorbereitet. Der Frenkel steht morgen in der Früh nicht auf, um Zweiter zu werden. Er war ein Streber. Ein hochpolitischer Mensch. Ein Glücksfall für die Republik. Ich bin an Österreich vielleicht noch ein bisschen was schuldig. Ich versuche, der Gesellschaft zu dienen. Dienen? Dienen. Österreich dienen. Die Geschichte des Milliardärs Frank Stronach. Sie beginnt in Weiz in der Steiermark. Damals heißt er noch Franz Strohsack und ist Werkzeugmacher. Sein Hobby? Fußball. Er war sehr ehrgeizig. Aber bei der Politik hat man dort noch nichts gemerkt. Bei uns war nur Fußball. Und das ist heute noch. Ich war einigermaßen gut, aber ich war vielleicht ein bisschen zu langsam. Wir sind mit den Mädchen rumgelaufen. Aber die Politik hat uns damals nicht interessiert. Politik, die interessiert Stronach erst später, als Manager. In Kanada startet er 1988 einen ersten politischen Versuch und kandidiert für die Liberale Partei. Sein Slogan, Let's be frank. Er scheitert. In Österreich geht er immer wieder auf Konfrontation zu Gewerkschaft und Regierung. Die Gewerkschaften sowie die Kammern haben zu viel Verwaltung und dann natürlich auch die Regierungen. Ein Manager mit seiner Größenordnung, der einen Milliardenkonzern aufbaut mit seiner Händearbeit, der ist natürlich auch politisch, der ist politisch sozialisiert, der bekommt es mit der Politik zu tun. Und die Politik mit ihm. Stronach will Bürgerbewegungen unterstützen, als Mentor und Geldgeber. Doch er ist mit keiner zufrieden und so gründet er das Team Stronach, inklusive BZÖ-Politiker, die ihm zu einem Parlamentsclub verhelfen. Die Bewegung hatte einfach einige grundlegende Konstruktionsfehler. Einer davon war zum Beispiel, dass man sich nicht die Mühe machen wollte, Unterschriften zu sammeln, sondern dass man gesagt hat, na, wir brauchen eigentlich nur so und so viele Nationalratsabgeordnete, dann klappt das schon. Das sogenannte Team Stronach wird aus Personalmangel zu einer One-Man-Show. Das Alleinstellungsmerkmal, wenn man so will, an ihm, ist, dass er durch sein Alter und durch sein Vermögen das einfach nicht mehr notwendig gehabt hat und daher auch Schritte hätte umsetzen können, die für einen anderen Politiker eben unmöglich sind durchzusetzen. Dass es nicht so gelungen ist, steht auf einem anderen Blatt. Das kostet ungefähr 25 Millionen. Meine Freunde sind bis deppert. Also wenn solche Sachen macht, ja jeder glaubt, du bist dumm. Wie können die dir dann wollen? Ihre Freunde haben wirklich gesagt, bist deppert zu Ihnen? Ja, viele Freunde haben gesagt, Frank, warum tust du das an? Aber das Leben ist kaum unbeschreibbar eigentlich, wie gut das Leben zu mir war. Ich habe hinter meinen Farm einen großen Wald. Wenn ich da manchmal spazieren gehe und setze mich auf einen Baumstock hin oder auf einen Stein, dann lasse ich mir so, wie gut das Leben zu mir war. Und ich glaube, ich habe ein Gewissen und auch vielleicht auch eine Verpflichtung. Und ich fühle mich begnadigt, dass ich versuchen kann, den Geist, das Denken zu erwecken in Österreich, dass es nicht so weitergehen kann. Und weißt, wenn man mal hungrig war und unten, ganz unten ist und alle hintreten, und dann, ich war immer schon gegen Ungerechtigkeiten und ich weiß, es ist leichter, den Bach runter zu schwimmen. Ich weiß, es ist leichter, mit dem Wind zu fliegen, aber ich bin, wer ich bin und ich bin so unabhängig. Ich kann das sagen, was mir am Herzen liegt und ich versuche, konstruktiv zu sein.
Und niemand kann sagen, dass ich meine Stimme mal erhoben habe. Oder, ja, also ich bin gegnadigt, dass ich das für Österreich machen kann. Wenn wir keine Änderungen machen, wenn mich bald die Eine private ziehen, Frage noch. Dann, ja, eine. Dann fahren wir gegen die Wand. Wer ist denn der wichtigste Mensch in Ihrem Leben? Gibt es jemanden, wo Sie sagen, da kann ich mich immer drauf verlassen, da ziehe ich mich zurück? Du, alle Menschen sind wichtig, natürlich. Mit der Familie ist man noch gänger. Ich habe eine Enkeltochter und ich sage immer, das ist die einzige Frau, die mir einen Befehl geben kann. Aber weißt du, ich sage das, die fragt so nett, dass ich eigentlich... dass ich nie Nein sagen kann. Also natürlich habe ich also Freunde, die, wo man ein bisschen näher über Dinge spricht. Ja? Jetzt kommen wir mal zur Wirtschaft. Jetzt habe ich mir das ein bisschen angeschaut, was Sie so sagen. Zum Beispiel beim Thema Energie sagen Sie, die Gesellschaft muss sich von Energie aus Öl trennen. Die Strommasten muss man zu Windrädern umbauen. Sie sind kritisch zur Gentechnik. Sind Sie im Herzen ein Grüner? Das bestimmt nicht. Das sowas habe ich nicht. Du, man kann mich aufwecken jederzeit. Ich weiß, was ich sage. Natürlich muss man versuchen, dass man, wir alle wissen, wir verbrauchen so viel Öl im Tag, als ob die Donau runterspricht. Wenn man alles zusammenzählen würde, von Tokio, Los Angeles, Paris, Moskau, also das ist mehr, als ob die Donau runterrennt. Und wir alle wissen, das wird früher zu Ende gehen wie später. Und natürlich muss man da auch schauen, wo kann man noch Energie herbringen und Windräder und das Sonnending sind alles wichtige Elemente. Und ich möchte auch sagen, ich habe das erste Elektroauto gebaut. Und wir waren die Ersten von General Motors, wo ich ein Elektroauto umgebaut habe, was in Kalifornien benutzt wird, mehrere. Und ich war auch zuständig, ich habe den Ford Escort, wo das ist das meistverkaufte Auto in der Welt, wo ich diesen Escort also elektrifiziert habe. Ich bin dann nach Detroit runtergefahren zum Präsidenten von Ford und wir haben gleich einen Ding unterschrieben, einen Vertrag. Sind Sie ein Grüner im Herzen? Ein Grüner? Oder haben Sie grünes Gedankengut? Ich sehe nicht grün, ich sehe nicht, das ist alles. Natürlich, die Umwelt, wir atmen die gleiche Luft, wir trinken das gleiche Wasser. Die Umwelt ist ja sehr, sehr, sehr wichtig. Und das Wichtigste ist, können wir ausbalancieren die Wirtschaft mit der Umwelt? Würden Sie gern politisch mit den Grünen zusammenarbeiten oder sagen Sie das? Nein, das sind keine Werte da. Nicht, wie da der ESM, das heißt der Europäische Stabilisierungsmechanismus, wie das zu machen, die haben alle zugestimmt. Das waren eigentlich nur um Fehlinvestierungen der Banken nicht, also zu helfen. Und weil wir jetzt einmal sind, ich habe hier gesehen, da wurde wieder vorgebracht, ja, da ich gesagt habe, wir müssen das überdenken, wenn Berufskiller irgendwann das Kind eines Richters erschießt oder was. Wir müssen, weil da würde die ganze Demokratie gefährdet sein. Und da müssen wir nachdenken. Das ernst. Aber ich komme jetzt auf den Punkt. Also ich komme jetzt auf den wichtigsten. Wiederholen das jetzt. Ich komme jetzt auf den wichtigsten Punkt. Bitte lassen Sie mir. Niemand. Wir schauen alle Fernsehen und wir sehen, wie Tausende von Frauen und Tausende von Kindern abgemetzelt werden. Niemand rührt den Finger. Niemand. Niemand hat Protestschrei. Wir lernen von der Geschichte nicht, wie der Hitler das gemacht hat. Ich verstehe das nicht. Es müsste Notschrei geben zur UNO, zur NATO. Die Lösung ist, wir müssen Spezialtruppen runterschicken oder senden in die Länder und Schutzzonen errichten. Wer? Damit durch die UNO. Wir wissen, dass Schutzzonen, wo die Flüchtlinge, die durch Religion und politische Dinge hier, wo wir Schutzzonen also errichten könnten. Und das würde die Lösung sein, wenn man bedenkt, hier jetzt sind ein paar Tausend kommen, die nächste Welle sind ein paar Hunderttausend und dann die Welle kommt für Millionen. Also eine Völkerwanderung. Jetzt haben Sie so und viele Themen angeschnitten. Ganz kurz, ja? Sie sind beim Auto jetzt draufgekommen, auf das, was Sie jetzt sagen, also wie Sie dann mit Hanno Settele Auto gefahren sind. Würden Sie sagen, Sie bleiben dabei, Sie sind für die Todesstrafe? Ich sage, wir müssen das in bestimmten Situationen. Ich persönlich habe welche Dinge hier. Ich habe gewisse Dinge, das ist sehr sensibel und soll auch sein. Und ich werde nie sagen, das Geist ist gestört. Aber ich sage nur,
Wurscht, man muss das durchdenken. Wenn die ganze Demokratie, sagen wir, es gibt ja Zustände wie sagen wir, in Kolumbien, nicht? Wir alle wissen, Drogenmafia hat das Land kontrolliert. Und in Italien haben wir auch die Mafia großen Einfluss gehabt. Und wurden auch Leute getötet. Wir müssen uns das überlegen, um Demokratie, sonst bricht alles zusammen. Die Todesstrafe in bestimmten Situationen. Man, jetzt sitzt keine Dr. Nachbar mehr hinter Ihnen, die sagt, Frank, da spiele ich nicht mit. Pass auf, die Frau Nachbar brauche ich wirklich nicht mehr. Na, aber damals hat sie sie zurechtgewiesen, jetzt sitzt sie nicht da. Das ist ihre Anschauung. Ich habe nur erwähnt, das ist ein sehr ernsthaftes Kapitel, das kann, wo die ganze Demokratie, das ganze Land zusammenbrechen kann. Da müssen wir das ernsthaft durchstudieren. Okay? Die Todesstrafe. Gut, jetzt, oder nicht gut, jetzt sagen Sie, man soll vor Ort helfen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, damit keine weiteren Flüchtlinge kommen, oder? Was mich wirklich zum Bedenken gibt, was haben wir für eine Gesellschaft hier? Die sitzen alle ruhig zu und schauen Fernsehen und sehen, wie tausende Frauen und Kinder abgemetzelt werden. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Lernen wir nicht von der Geschichte? Das muss ein Notschrei, ein Aufschrei. Und das ist die zivilisierteste Struktur, die man haben könnte, Spezialtruppen, Sicherheitszonen zu errichten und den Leuten zu helfen, wo immer die Länder sind. Wir haben genug Truppen, wir haben genug Personal und wir haben, es ist eine Sache der Zivilisation, für zivilisierte Leute darüber nachzudenken. Was bedeutet das für Österreich? Weil Sie sagen in der Asylfrage, da kommen immer mehr. Wie sehen Sie dieses Problem? Na, ich mache jetzt eine kurze Frage. Sie haben den Herrn Stolz gefragt, wie viele Asylbewerber er aufnehmen würde. Wie viel würden Sie aufnehmen? Ja, das habe ich ja gestern schon in der Zeitung gelesen, dass Sie mich das fragen. Aber ich möchte das hier auch sagen. Das ist eine Frage. Wie viel würden Sie aufnehmen? Natürlich ist das ein schwieriges Thema. Nein, das ist nicht schwierig. Es ist ein schwieriges Thema, vor allem deshalb, weil wir hier vereinbart haben, dass ich die Fragen stelle und Sie die Antworten. Aber wir können gern nachher diskutieren. Es ist schön, wenn man auch Fragen stellen kann. Na, da drehen wir es um. Da frage ich Sie jetzt noch einmal, würden Sie Familien aufnehmen oder haben Sie? Ich habe bewiesen, da war mal ein großer Hurricane in Louisiana, da wurden Hunderttausende, also Tausende, da habe ich 500 Flüchtlinge, Gleichquartiere hergestellt, Gleichdinge angenommen. Ich habe ein ganzes Dorf für denen gebaut. Also ich, wenn ich sozial fragen kann, kann sich niemand messen mit mir. Was ist jetzt mit Flüchtlingen? Sie haben einmal gesagt, man muss unterscheiden zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und anderen Flüchtlingen. Wie sehen Sie diese Situation jetzt in Österreich? Wie es jetzt ist, das war schlecht geplant, das war schlecht. Also man hat nie darüber gedacht. Wo sollen Sie hin? Wir müssen alles mobilisieren, um Sicherheitskräfte, Militär in die Länder runter, wo diese Probleme sind, und Schutzzonen errichten. Das würde nur eine Fraktion kosten, was es jetzt kostet. Aber Österreich ist ein kleines Boot. Es haben nur so viele Platz, dann geht es über. Europa ist ein kleines Boot. Jetzt kommen da nicht, zum guten Glück sind wir alle zivilisiert, nicht? Also wenn jetzt die alle kommen, jetzt sind es etliche Tausend, dann sind es Hunderttausend, dann sind es Millionen. Wir erschießen die doch nicht, das ist unzivilisiert. Es geht nicht. Es ist eine, also Europa würde, es würde Selbstmord sein. Also deshalb, wir brauchen, für mich stört es gibt kein rationales Denken. Also für mich ist das so klar und ich wundere mich, warum die Leute sich nicht aufregen. Es ist eine ganz eine klare Sache, die Flüchtlinge würden dort sein, wo ihr Land ist, und im Laufe der Zeit, durch Belehrung, durch Schulen, können wir diese fanatischen Räuberbanden vielleicht, dass man da ein Umdenken geschalten kann. Jetzt einen kurzen Sprung ins Jahr 1954, da sind Sie gegangen. Jetzt kann man sagen, Wirtschaftsflüchtling ist ein blödes Wort. Ja? Wieso sind Sie eigentlich nicht in Österreich geblieben damals? Ich war ein junger Bub. Ich war, 18, 19 Jahre. Ich habe die Welt wollen sehen. Keine großen Illusionen gehabt. Die erste Zeit war sehr schwer. Ich habe vorher erwähnt, ich war hungrig. Hungrig, weil ich kein Geld habe zum Essen kaufen. Das lässt so tiefe Eindrücke und da erfahrt man so viel
Ungereimtheiten und Behandlung, und das lässt tief Eindrücke. Und deshalb, ich habe die Möglichkeit, ich bin so frei, dass ich für die Leute kämpfen kann, die unten auf der niedrigsten Stufe sind. Und da kommen auch dorthin. Ich habe einen Do-Tank errichtet in Washington. Es gibt so viele Think-Tanks, die nur immer denken, die tun nie was. Zum Beispiel, ich sage, ich treffe, sagen wir, den Chairman von der Republican Party, von der Demokratischen Party, ich treffe, und ich sage zu denen, ich sehe Amerika als das letzte Land, wo vielleicht das freie Wirtschaftssystem überleben kann. Ohne freien Wirtschaftssystem kann es keine freien Nationen geben. Aber ich habe gesagt, ihr habt kein Programm, wo ein Arbeiter euch wählen sollte. Wir müssen es, in der Zukunft kann keine Gesellschaft bestehen, wenn nicht ökonomische Demokratie haben. Die Magne, die ich aufgebaut habe, ist die eigene neue Kultur. Wir nennen es das faire Wirtschaftssystem. Die Grundphilosophie von fairen Wirtschaftssystem ist, die Menschenrechtsverfassungen alleine sind nicht gut genug. Wir müssen sie verstärken durch ökonomische Rechtsverfassungsgesetze. Ökonomische Rechtsverfassungsgesetze würden zu ökonomischen Demokratien führen. Und ökonomische Demokratien sind die Basis an und für sich für Demokratien. Und das ist einer unserer Werte, in unserer Partei. Wir sagen, die Arbeiter haben ein moralisches Recht auf einen Teil des Profites, den sie durch ihren Fleiß mit der Wirtschaft haben. Sagt eine andere Partei, wo sind die Arbeiterparteien? Ganz kurz, ich bin der Einzige, unsere Partei, wir sind für die Arbeiter. Ja, wenn jetzt jemand nach Österreich kommt, von woanders, und zwar nicht, weil Krieg herrscht in seinem Land, sondern weil er unter Anführungszeichen Wirtschaftsflüchtling ist, macht er dann nicht was Ähnliches wie Sie selbst? Würden Sie das verstehen? Ich verstehe. Wir sind ein kleines Land. Und das hängt nicht, das Land soll nicht so verschlossen sein, dass wir uns nach außen hin nicht mehr bewegen und nehmen und abschirmen. Nicht? Es gibt wunderbare Kunst in Ländern, es gibt sehr kluge Köpfe in den verschiedenen. Wir sollen immer offen sein, dass wir eine weltoffene Kultur und Land haben. Wie gefällt Ihnen denn Europa, so wie es derzeit verfasst ist? Was hat man in Griechenland richtig und falsch gemacht? In Europa geht den Bach runter. Was man in Griechenland gemacht hat, das war ein Verbrechen gegen Griechenland, weil die Hochfinanz gesehen hat, dass Griechenland zur EU kommt. Da haben sie Milliarden reingepumpt. Wie sie gesehen haben, dass die Griechen, die haben schon Tausende von Jahren so gelebt, also was ist falsch, ein bisschen mehr am Stand zu sein, ein bisschen mehr an der Bar. Wie die gesehen haben, die Griechen ändern sich nicht. Da haben sie Angst gekriegt. Da sind sie zu der Regierung, wir brauchen das Geld. Ja, was heißt das jetzt? Ja, das ist ein Verbrechen an die griechische Bevölkerung. Okay. Aber was hätte man jetzt tun sollen? Einen Grexit? Insolvenz gehen lassen? Was man jetzt macht, mir hilft ja nur die Banken. Wir sollen die Leute helfen. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt ein Blödsinn. Wir helfen den Banken. Die Banken, die Griechen selbst kriegen kann man Geld. Die haben nichts davon. Wir haben Griechenland, wir haben immer schon gewusst, die Südstaaten waren Agrarstaaten. Wir haben schon gewusst, die nördlichen Staaten waren Industriestaaten. Das war nie ein faires Verhältnis. Die hätten gar nicht in die Europäische Union kommen sollen. Von dem man spricht er nicht. Wenn man das durchliest, was ich vorschlage, das sind vernünftige Strukturen, die in der Praxis schon existieren und so weiter. Nein, ich bin für einen Euro. Aber jedes Land soll seinen eigenen Euro haben. Ja, aber ich habe das schon damals nicht verstanden. Schilling heißen. Pass auf, ich verstehe schon. Sitzen wir mal 2 Stunden zusammen und du wirst das verstehen. Ich habe Volkswirtschaft studiert, Das habe ich nicht gesagt. Ein sehr heikles Thema und ein kompliziertes Thema. Aber ich habe es nicht verstanden. Vielleicht schaffe ich es wirklich nicht, das zu verstehen. Wo ist der Unterschied, wenn ich... Sitzen wir mal vor 2 Stunden in ein Gasthaus, trinken wir ein Glas Wein. Das machen wir sehr gerne. Bist du aus der Steiermark? Nein, ich bin aus Oberösterreich. Okay. Wo ist der Unterschied, wenn ich jetzt zurückgehe zur Drachme, zur D-Mark, zum Schilling, was weiß ich? Was ist der Unterschied zu einem Landeseuro? Das ist ein großer Unterschied.
die Idee, die Grundidee ist ja davon, ist richtig, dass wir, dass wir uns einander verstehen, dass wir zusammenkommen. Also wenn der Drachme, wenn wir den Griechenland allein lassen hätten und die hätten so einen Euro gehabt, so einen Gleichwert wie der Drachme langsam, weil wir Menschen wollen immer schauen, wo irgendetwas gut gemacht wird, das wollen wir doch kopieren. Und langsam über 3-4 Generationen würde dann wenig Unterschied gewesen sein. Aber jetzt, du kannst, das ist ja unmöglich, eine Fehlgeburt, da wurden so viele Fehler gemacht. Und ja, also noch einmal, Griechenland, das war ein Verbrechen gegen Griechenland. Wir haben nur die Banken gerettet. Österreich, Sie sagen Verwaltungskosten, habe ich nachgelesen, pro Jahr um 5% senken. Das wird aber sehr schwierig werden. Würden Sie eine Ebene herausziehen? Würden Sie, weiß ich nicht, die Bezirkshauptmannschaften einstellen oder die Bundesländer? Ich bin immer sehr, ich glaube, ich bin sehr zivilisiert. Man kann nie reingehen mit einer Motorsäge, weil es sind Menschen damit verbunden. Aber man kann leicht 5%, wenn wir es nicht machen. Nicht die Griechen, wenn man zu den Griechen damals schon vor 10 Jahren gesagt hat, ihr müsst um 5%, dann würden sie gut dastehen. Und wir, wenn wir so weitermachen in Österreich, müssen wir vielleicht um 10% reduzieren. Jetzt, wenn wir noch drüber nachdenken, wenn wir klug, und ich bin jederzeit bereit mit dem Finanzminister, mit dem Bundeskanzler, ich habe kein Patent für gute Dinge. Nicht? Ich will der Menschheit dienen, ich will Österreich dienen. Also wir aber wo die Verwaltung zum Beispiel, schau mal die ganzen Kammern an, Pflichtbeiträge, das können wir mal ansetzen, dass in den Kammern jedes Jahr um 20% die Pflichtbeiträge verkürzt werden. Ja, wer noch immer dabei sein will, gerne freiwillig. Also in 5 Jahren wird es keine Kammern gehen. Aber wenn die so gut sind, dann würden die freiwillig sagen, das ist eine gute Sache, davon profitiere ich, da bin ich ein Mitglied. Schauen wir mal, ob das so passiert. Wird man das wieder sein? Werden die Kammern bestehen, wenn kein Pflichtbeitrag ist? Da können wir wetten drauf. Sie sagen und Gemeindewohnungen privatisieren. Ja, aber das ist ja die Gemeindewohnung. Warum? Die Leute sollen Besitzer sein. Man soll Leute helfen können. Und dann, wir brauchen eine starke Gemeindewohnung. Die Leute, die dort wohnen, sollen für günstige Möglichkeiten haben, die Wohnung zu kaufen und zu besitzen. Aber wenn das sind alles Vorschläge, die möglicherweise in Ihrem Sinn sind. Aber wie wollen Sie da 5% kommen? Ich kann hier nicht, also das ganze Ding, das würde nicht. Wir würden ein paar Stunden dazu tun. Da kann ich ganz deutlich erklären, wie leicht es geht und wie können wir wieder ein gutes Wirtschaftsfundament haben. Nationalrat auf 150 verkleinern, haben Sie mal gesagt. Das ist noch immer zu groß, das ist ein kleines Land Österreich. Wo braucht man? Wichtig ist, was ich gesagt habe, wir müssen verstehen, die Regierung ist das Managementteam eines Landes. Und unglücklicherweise besteht sie aus Politikern. Das Mandat eines Politikers ist, gewählt zu werden oder wiedergewählt zu werden. Das heißt, alle Entscheidungen werden gefällt, was muss ich tun, wiedergewählt zu werden. Nicht, was muss ich tun, um dem Volk zu dienen. Und deshalb sage ich, 2 Perioden werden genug sein. Dann sollten die Politiker wieder raus unter der Bevölkerung und mit diesen Gesetzen und Paragraphen leben, die sie im Parlament beschlossen haben. Keinen sicheren Staatssessel. Dann würden sie sehen, wie schwierig es ist für die Leute, hier in Österreich zu leben. Wenn man von den Pensionisten redet, da gibt es über 1 Million, die nur 500 Pensionen haben im Monat. Es gibt über 1 Million, die weniger wie 1.500 verdienen im Monat. Wie kann man da leben? Die Angestellten und die Beamten haben das Zehnfache. Also was haben wir für eine Gesellschaft hier? Was haben wir für eine Gesellschaft? Herr Stronach, ich kann das sagen. Sie dürfen alles sagen, gleich noch viel mehr. Okay. Ich lade Sie jetzt ein zu einer letzten Wanderung da rund um diese schöne Gegend, hätte ich fast gesagt, rund um diese... Das ist eine schöne Gegend. Das ist eine schöne Gegend, ja. Rund um diese Kameras hier. Ja. Wir gehen jetzt zu unserer letzten Position. Ja. Ähm,
Wenn Sie die erste Sendung gesehen haben, dann wissen Sie, was jetzt kommt. Das ist eine Art Word-Rap, wo ich Sie einfach ersuche. Bitte, das ist im Kindergarten. Nein, ich habe Kinder sehr gerne. Wir machen, wir haben so wichtige Sachen im Land zu tun. Jetzt haben wir ganz aber viel nein, das kann man. Schicken Sie mir das zu und ich beantworte das schriftlich, die kleinen Fragen, welchen Roman oder welchen Film oder was. Nein, bitte, nein. Wir haben so wichtige. Es würde noch so zu viel zum Erzählen sein. Die Leute sollen auch wissen. Jetzt waren wir alle so diszipliniert. Das Team Stronach ist die einzige Partei, die neue Werte, die das System ändern könnten. Das wenn ihr zuhört, dann meldet ihr euch, seid beim Team Stronach dabei. Das ist die Zukunft jetzt für haben Österreich. Wir keinen Wahlkampf und ich spiele jetzt trotzdem die Rubrik ein, die wir vorgesehen haben. Ja, das Vertrauen zu jemandem verliere ich, wenn? Wenn Sie den Ehrenkodex ignorieren. Ich kann mich schwer kurz fassen, weil. Weil meine Zeit sehr wichtig ist. Ein Leben ohne Arbeit kann ich mir nicht vorstellen, weil? Weil Arbeit für mich ist nicht Arbeit. Arbeit ist für mich, wenn ich ökonomisch gut dastehe, dann kann ich etwas dazu beitragen für eine bessere Welt. Frauen bedeuten für mich? Frauen bedeuten für mich, sie sind Menschen wie wir. Und man muss versuchen, mit jedem Menschen sehr respektvoll umzugehen. Menschen wie wir ist eine interessante Annäherung. Was andere von mir denken, ist mir egal, weil? Nein, das möchte ich nicht sagen. Jeder will haben, dass man respektiert ist. Jeder will. Wichtig für mich ist, was meine Freunde über mich denken. Das ist mir. Meine Freunden erkläre ich immer, warum ich das und das mache. Aber ich kann natürlich, die Medien sind nicht sehr freundlich zu mir. Die stellen mich immer ganz anders dar, wie ich bin. Immer wenn ich die so viel gemacht für Österreich. Ich habe 12.000 neue Arbeitsplätze, Milliarden an Steuern durch die Lohnfreiheit, die Umsatzsteuer und alles. Ich habe 150 Millionen an Sozialspenden. Wenn ich plötzlich arm wäre? Ich bin es gewöhnt. Ich bin das einfache Leben gewöhnt. Wenn mir jemand widerspricht, dann? Dann, wenn es eine Dummheit ist, dann ignoriere ich das. Und wenn mir wer spricht, das macht guten Sinn. Man kann immer dazu lernen. Meine größte Fehlinvestition war? Nein, ich habe nie das gesehen als Fehlinvestition. Manchmal sitzt man sich zurück und denkt darüber nach. Hätte das Geld vielleicht irgendwie anders investieren oder einbringen können? Natürlich denkt man darüber nach. Aber ich bereue es nicht. Das Einzige, was ich bereue, ich war ein paar Mal ein bisschen persönlich und das soll man nicht sein. Und für das möchte ich mich entschuldigen. Ich will nur das System ändern. Das System, wir fahren gegen die Wand und es ist schon sehr spät. Ich könnte sehr viel dazu beitragen. Ich bin jederzeit bereit. Mit dem Bundeskanzler, mit dem Finanzminister, mit der Wirtschaft, jederzeit bereit. Es ist schon sehr spät. Sie haben mir das Schlusswort gegeben. Ja. Danke fürs Kommen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja. Hier geht es jetzt weiter, gleich mit der ZIB 2 und mit Professor Filzmeier. Ich bedanke mich heute besonders bei den Beitragsgestaltern Simone Striebel, Alexander Sattmann und Ernst-Johann Schwarz, die alle ihre Beiträge gestern und heute überarbeitet haben. Ich bedanke mich bei Fritz Melchert, dem Regisseur des ORF, der diesjährigen Sommergespräche. Nächste Woche dann das Sommergespräch mit Eva Klawischnik, Chefin der Grünen.